Der Supermarkt Samstag ist heute fest in oberösterreichischer Hand. Nedrök hat sich dieses Bier gewünscht. Er weiß ganz genau, was für ein Bier kommt. Allen anderen verrate ich es in nur 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zum heutigen Supermarkt Samstag, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere, die aus einem Supermarktregal auf diesem Erdball entstammen. Und Nedrök hat sich diese Woche ein Bier gewünscht, das Freistädter Biozwickel. Und tatsächlich war ich diese Woche kurz in Oberösterreich, habe mich beruflich dahin verschlagen und ich bin natürlich in einen Supermarkt gegangen. Tatatata. Und was habe ich mitgebracht? Das Freistädter Biozwickel, das gewünschte Bier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Freistädter Brauerei war zu Unrecht lange nicht mehr hier auf dem Kanal und insofern war dieser Wunsch mir mehr als Befehl. Und ich habe dieses Bier mitgebracht und ganz ehrlich, ich finde es dann auch richtig spannend. Es hat 4,7 Volumenprozent Alkohol, 23 Bittereinheiten und was vielleicht ein bisschen überraschend ist, es hat Gerstenmalz und Weizenmalz drin, also finde ich dann doch sehr überraschend. Im Finish werden Röstaromen versprochen. Also ich bin noch mehr gespannt. Und 100% Mühlviertler Biohopfen, Brauweizen aus Oberösterreich. Und was haben wir denn noch gehabt? 11,3 Grad Plato. Also da ist, glaube ich, an technischen Daten nichts offen geblieben. Hier oben der Kronkorken. Und dann würden wir mal schauen wollen, wie dieses Bier denn dann ins Glas kommt und vor allen Dingen sich da macht. Ich mag ja diese Longneck-Flaschen ganz gerne. Sie sind vor allen Dingen beim Einschenken sehr gefällig. Allerdings auch ein bisschen gefährlich. So, mal kurz gucken. Nö. Zwickel. Ja, wir haben eine schöne Trübung. Und schaut euch mal diese Farbe an. Das ist so eine Orange, Bernstein, tiefgoldene, kupferrote Farbe. Also ein richtig schönes Farbenspiel. Schöne, gleichmäßige, nicht vollständige Trübung. Hat so einen leicht creme-beigen Einschlag, der Schaum obendrauf mit einer ganz ansprechenden Kompaktheit, mittlere Pore, nicht zu fein in der Nase. Oh. Also schön getreidig, malzig. Ich würde jetzt auch mal sagen, da ist so ein bisschen Brotigkeit mit drin. Aber auch eine schöne Hefenote. Die macht Hoffnung. Ich würde sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Also, was erwarten wir von einem Zwickel? Man erwartet so einen leichten Hefetouch. Ja, würde ich sagen, haben wir mit dabei. Was erwartet man noch vom Zwickel? Man erwartet so ein bisschen so eine Zitrusnote. Ja, würde ich sagen, hat man auch. Allerdings, und das finde ich jetzt sehr spannend, es geht so ein bisschen in die Mandarinenrichtung. Also jetzt nicht so dieses typische Zitrus, also schon Zitrus, aber halt eben in Richtung ein bisschen Mandarine. Aber da schwingt auch hinten noch so eine Säure mit, die, finde ich, so einen Apfeltwist noch mitgibt. Nicht zu intensiv, also auch die Fruchtigkeit jetzt nicht irgendwie übertrieben. Insgesamt finde ich es auch sehr schön leicht im Mund. Es ist ein gut trinkbares Bier. Dezente, brotige Süße, kann man das sagen? Brotige Süße, aber es bringt sowas, wenn man so auf Brot so ein bisschen drauf umkaut, dann entsteht ja auch so ein bisschen so ein süßliches Gefühl im Mund. Und genauso finde ich das hier auch. Wahrscheinlich auch in Verbindung mit der Hefe. Moderate Bittere. Wir haben 23 Bittereinheiten, würde ich jetzt an der Stelle genau unterschreiben. Aber auch der Mühlviertler Hopfen kommt mit so einer schönen, leichten, grasigen Note daher und rundet dieses Bild einfach toll ab. Schön vollmundig dieses Bier, weich im Mund. Auch da finde ich, ohne dass es jetzt geschmacklich, finde ich, nach vorne geht, aber das Weizenmalz merkt man schon. Es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Weichheit im Mund und schönes Mundgefühl. Richtig, richtig gut. Super balanciertes Bier. Also da gibt es jetzt wenig zu meckern. Es hat einen schönen mittleren Körper. Kohlensäure. Ja, eher ein bisschen zurückhaltend, finde ich, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Perlage eher feiner ist. Will ich jetzt nicht cremig sagen,
aber es ja, ist eher ein bisschen zurückhaltend auf der Stelle, prickelt nicht so sehr. Feine, hefesamtige Textur, richtig schöner Gaumenschmeichler auch, dieses Bier. Und hinten im Nachtrunk feine Hopfenbittere, dezente Säure, leichte Fruchtigkeit noch und eben dieses bisschen brotige Malz. Es ist ein Bier, wo ich sagen muss, ja, schön und drück. Ich danke an der Stelle mal, ich hoffe, du weißt nicht wirklich so, aber danke für diesen Tipp. Habe ich lange nicht mehr getrunken und auch wirklich nicht mehr in Erinnerung gehabt, das Bio-Zwickel aus der Freistädter Braukommune. Und von Probier.TV gibt es dafür wohlverdiente 4 von 5 möglichen Punkten am Supermarkt Samstag für das Freistädter Bio-Zwickel aus Oberösterreich. Dann soll es das an der Stelle gewesen sein. Wenn ihr noch kein Abo habt, jetzt aber ganz schnell da unten eins nachlösen. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier hier auf dem Kanal. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.